Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Entschuldigung, dass ich mit dem Rücken zu euch stehe, aber ich muss meinen Fokus nach hier vorne richten. Ich habe mir nach dem letzten Part gedacht, es kann doch nicht sein, dass es so ineffektiv war. Ich kann mich erinnern, dass das wirklich Schlag auf Schlag ging, dass ich hier farmen konnte, also richtig viel Loot hatte. Und bin nochmal nach Hammerholm und siehe da, es ist tatsächlich deswegen gewesen, wahrscheinlich, weil zu viele Tiere und Monsterchen hier im Umkreis waren. Und dadurch wurde natürlich dieser Spawn hier nicht richtig ausgelöst. Und das ist damit jetzt im Grunde behoben. Also ich bin neu auf die Insel, bin dann sofort hier unten drunter und schon hat es angefangen, dass hier die Tierchen gespawnt sind und das nicht wenige. Ich stehe jetzt vielleicht 5 Minuten hier oder sowas und muss sagen, es ist einiges, was wir hier in diesen 5 Minuten zusammengesammelt haben. Ich sammle jetzt auch nur das auf, was ich da habe, weil ich möchte heute nicht den Fokus hier drauflegen. Also in den 5 Minuten 50 Fleisch finde ich nicht verkehrt. Gut, aber wie gesagt, ich werde jetzt halt auch nicht hier verweilen. Wir werden direkt wieder zurückhüpfen. Also die Farm funktioniert auf jeden Fall so, wie ich es gewöhnt bin. Und das war mir wichtig. So. Ja, wir wollen bitte einmal zurück, weil heute möchte ich weiterbauen. So, komm. Mach hinne. Segel sind gesetzt. Lass uns losdüsen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich heute alles anstellen werde. Weil ich möchte mich ja schon darauf konzentrieren, dass wir da hinten weitermachen in der Wüste. Jawohl, gehen. So. Gucken wir mal ganz kurz auf die Hunde. Da wird sich wahrscheinlich noch nichts geändert haben. 10%, 10%. Nein, hat sich noch nichts geändert. Wir hüpfen deswegen jetzt halt auch direkt zu den scharlachroten Sanden und werden quasi hier auch weitermachen jetzt. Ja, das wird alles noch zu seiner Zeit verschwinden hier. So, einmal kurz auf die Glocke gehauen, dass wir mal alle Herzen einsammeln, jawohl. Oh, habe ich euch beim Essen gestört? Es tut mir leid. So, hier waren wir ja im Grunde vor 2 Parts. Wir hatten ja die Küche gebaut. Es wird auch fleißig gekocht, was ich hervorragend finde. Allerdings haben wir noch kein Dach hier oben drüber. Das würde ich jetzt gerne platzieren, wobei ich noch nicht hundertprozentig weiß, mit was ich das mache. Eventuell machen wir einfach ein Holzdach. Allerdings nicht... Ich weiß jetzt gar nicht, kann man denn eigentlich die... Wo ist das helle Holz da? Kann ich das färben? Nee, das kann ich nicht färben. Das ist halt schade, ne? Aber ich glaube, das wäre nicht einmal so verkehrt, wenn wir das hier machen würden als Dach. Innen drin halb und oben drauf dann und oder ringsrum besser gesagt dann nochmal mit Schrägen arbeiten. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Machen wir mal so. So, einmal raus mit euch. So, dann fange ich jetzt einfach mal da an. Weil ich denke, das passt auch genau überm... überm Fenster. Wollte ich fertig machen, den Satz. Schauen wir mal. Ich denke nicht, dass ich zu weit nach vorne gerutscht bin. Erstmal den hier bitte. Ja, dachte ich mir. Moment, ich schau mal, dass ich da irgendwie nach oben komme, wobei ich nicht glaube, dass ich das schaffe von hier aus, oder? Nee, von da aus komme ich nicht hoch. Dann machen wir es halt so, ne? So, dann würde ich sagen, ich gehe auch wieder in die Ego, weil es ist am einfachsten, muss ich sagen. Und am schnellsten.
als dass ich da hin und her laufe. Ich muss zwar jetzt gleich laufen, ganz klar, weil ich möchte ja die Halt nur haben, innen drin. Yep, gut. Dann kann ich einmal hier raus, bitte. Wir müssten ganz kurz mal... Oh, du bist hungrig. Müsste ganz kurz mal die Lehmziegelmauer hier wegmachen. Ja, ja. Moment, was haben wir denn zu essen einstecken? Habe ich denn überhaupt was zu essen? Ich könnte mir den Kohl einfach reinpfeifen. Das wäre ja egal, ne? Ach nee, Quatsch. Ich habe ja noch dieses Zeug da. Kann ich den Kohl drin lassen? So. Was hat denn das? 15? 5? 10? 4? Also die Bonbonenmilch, das muss ich mal echt einmal merken, ne? Dass ich mit der nochmal was ausprobiere. Aber jetzt tue ich sie erst einmal mir reinpfeifen. Und noch einmal das da. Oh ne, können wir sogar zweimal, dann haben wir 100%, wunderbar. So, dann einmal schnapp dir deinen Meißel. Hier. Wir haben einen flachen Meißel, jawohl. Wir schauen einmal nach unten. So. Dann können wir da nämlich einfach mal durchgehen. Das geht ja relativ schnell. Also ich finde zumindest, dass es doch um einiges besser ausschaut, wenn man die inneren Dachteile immer nur so halb macht. Ich hoffe auch, dass ich alle erwischt habe, ne, dass ich da jetzt aus Versehen irgendwie einen ausgelassen habe. Schauen wir dann gleich nach. Und ringsrum kommt dann so ein Schrägdach hin, aber wir lassen das hier oben flach. Gut. Damit haben wir das. Gleich wieder austauschen. Danke. So, schauen wir mal. Geh mal in den... gut. Jo. Passt alles. Alles halbiert. Wunderbar. So. Dann... würde ich sagen, genau, Lehmziegelmauer muss ich jetzt erst einmal finden. Machen wir mal das wieder aus. Lehmziegelmauer. Weil das möchte ich gerne erhalten lassen, so wie es ist. Weil hier oben drauf soll nichts hin. Es soll einfach nur das Gebäude dann hier drauf bestehen. Aber wir bräuchten Dächer und ich glaube, da habe ich nichts mehr einstecken, weil ich das tatsächlich dann alles verballert habe. Aber macht auch nichts. Stell das gleich mal dahin. Gucken wir mal, gucken wir mal. Falsch. So, jetzt ist die Frage, kann gefärbt werden? Wie schaut das gefärbt aus, ne? Wobei mir das Dach eher gefällt. Machen wir mal. Machen wir mal 10 Stück. Färbefass habe ich keins da. Ich mag jetzt nicht die ganze Zeit rausrennen. Färbefass. Stelle ich jetzt einfach mal da daneben, färben. Gucken wir mal. Also ich habe sehr, sehr viel an Lila, Rot, Grün und Gelb. Rot, Grün. Warum nicht? Warum sollen wir es nicht einmal lila machen? Einfach mal eine andere Farbe reinbringen. Jetzt mal. Geh ich mal hier drauf. Dann machen wir hier mal
die paar Dächer hin. Ja. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Ja, er passt's an. Oder sie passt's an, je nachdem. da muss ich jetzt allerdings... Ja, das muss ich jetzt allerdings dann nehmen. Das ist das Problem. Ich habe ja schon mal gesagt, ne, dass ich das seltsam finde, dass das im Grunde verkehrt rum, weil du müsstest außen immer irgendwie eine Hilfe hinbauen, dass du die Dächer hinsetzen kannst. Normalerweise sollten die schon von vornherein andersrum angeordnet sein. So, wir brauchen 2, 4, 6, 8, 9, 10. Nochmal 10, sind wir bei 20, eigentlich 25 Stück. Kann ich hier leider nicht herstellen, da kann ich nur 30 herstellen, aber beim Färben kann ich nur 25 machen. So, das da, das da, das da. 25. Sollte hoffentlich passen. Wenn nicht, muss ich halt nochmal nachfärben, aber lieber nachfärben, als jetzt zu viel zu haben. So, dann würde ich sagen, platziere ich gleich mal einen da. Heb dich hoch. Setz dich dahin. Können wir nämlich erstmal nach da hinten machen. Wunderbar. So, hier wird sie automatisch angepasst. Mir fehlt tatsächlich einer. So, eigentlich muss ich auch nicht mehr hoch. Wir gehen einmal kurz in die Ego. Wo bist du da? Dann setzen wir das da hin und dann passt das nämlich auch. Nein. Hier, R. Wunderbar. Dann geht das jetzt halt hier außen rum. Wir könnten neben die Tür auf der Seite und auf der Seite noch jeweils eine Lampe hinmachen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich da welche habe. Nein, habe ich auch keine mehr. Ja. So. Gehen wir mal ganz kurz ins Inventar. Die hauen wir raus. Die hauen wir raus. Die lösche ich jetzt nämlich gleich wieder. Die Steinstufen tue ich auch gleich löschen. Weil sonst wird es einfach im Laufe der Zeit zu viel. Die Glaskästen, die lasse ich, weil ich denke mal, dass ich damit auch auf jeden Fall noch was mache. So. Einmal da und einmal dort. Nee. Oh, Tafelziel. Baue viele Arten Feldfrüchte an. Alles klar. Wunderbar. Gib mir dein Mini-Ding. Und dann sind es nur noch 6 Stück, die uns fehlen, ne? Für den Topf. Ups. Ja. Gut, gut. Dann würde ich gerne, das ist aber jetzt halt wirklich reine Deko-Sache. Okay, da kann ich immer nur 10 Stück herstellen. Echt schade. Ich schau mal, wie ich die hier vielleicht drehen kann. Mal gucken.
So, jetzt gehe ich mal ganz kurz in die Ego-Perspektive. Das dachte ich mir. Deswegen einmal bitte die Hände. Ah, ich kann die nur so drehen. Alles klar. Puh. Wie ist das da? Nein, den solltest du jetzt nicht nehmen. Okay. Okay, das ist, das passt dann an. Dann muss ich aber dich nochmal wegklopfen. So, genau, weil das würde ich nämlich gerne machen. Einfach so ein bisschen dekoartig. Schauen wir mal ganz kurz, wie das hier ist. Das ist verkehrt. Einmal, wenn ich dann da noch eins und dann schauen wir mal, wie das sich anpasst. Okay. Das dann muss ich dann. Jetzt ernsthaft? Gedrückt halten, Werkzeugmenü, gedrückt halten, Vogelperspektive, Ansicht wechseln. Ich würde dich gerne eigentlich komplett anders drehen. Das ist ja doof. Ich würde das Ding nämlich gerne, ganz klar, nicht so haben wollen. Doof. Weil das geht halt jetzt nach oben, ne? Ich wollte das aber nach unten gehen lassen. Das geht auch nach oben. Okay. Dann muss ich euch jetzt mal raustun. Dann klappt das eben nicht. Dann bleibt das Rohr eben einfach so bestehen. Das ist ja egal. Außer ja, warum nicht? Ist klar, ne, dass das so ein bisschen wie eine Abzugshaube darstellen soll. Ist jetzt nicht unbedingt 100% gelungen, aber naja, gut. Passt schon. Ein paar haben wir ja noch. Okay, das muss ich dann nochmal hochheben. Nein. Hallo? Okay, so geht's. Alles klar. Dann bleibt es so. Dann machen wir... Mal gucken. Ja, schützende Planken, die schauen wahrscheinlich jetzt nicht so gut aus, wenn ich die da davor stelle, ne? Vor allem kann ich da gar nicht alles verdecken. Nee, das ist nichts. Da muss ich was Besseres machen. Schauen wir mal. Die tun wir jetzt mal zurück in die Tasche. Dann schnappen wir uns... Schauen wir mal, da haben wir das da. Wie groß ist denn eigentlich der da? Ich glaube, der war viel zu groß, ne? Okay, das haut nicht hin. Dann würde ich sagen, wir stellen was anderes da davor. Was sind das da? Verzierter Dekor, Deko gegen denkwürdige Dekoration für atemberaubende Anlässe. Okay. Nee, will ich aber auch nicht. Das, was ich will, ist eigentlich das hier. Ich denke mal, da muss ich drei Stück machen.
Gucken wir mal. Okay, ich kann das so machen. Das dritte passt halt jetzt halt nicht ganz hin. Das ist halt das Blöde, weil es ungerade ist. Aber dann würde ich sagen, machen wir da wirklich eine Deko dazwischen. Wir könnten doch so einen falschen Götzen mit reinmachen. Das Ganze soll ja so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal Museum sein oder was auch immer. Wir setzen das Ganze vielleicht auf einen Sockel. Allerdings auf was für einen ist jetzt die Frage, ne? Ja. Ja. Warum nicht? Es soll ja im Grunde so sein wie so ein Sichtschutz. Ne? Ist klar, dass man so die Rohre nicht so unbedingt sieht. Ich gehe schon viel zu sehr in Details, aber es ist in Ordnung. So, jetzt habe ich noch hier dieses blöde Eck, dieses einzelne. Und ich glaube, nirgends fehlt es. Also ich wüsste nicht, dass das irgendwo fehlt. Da oben werde ich einen Glasboden hinmachen, um das zuzumachen. Ein Aufzug. Ich wollte hier einen Aufzug mit reinbauen, dass man nach oben kommt. Allerdings muss ich mal gucken, wie ich rauskomme. Weil den möchte ich diesmal nicht nach außen haben, sondern den möchte ich wirklich innen drin haben. Oh, da steht auch eine Kiste. Da sind auch noch Steine drin, alles klar. Weil hier oben wird dann im Grunde so ein bisschen Ausstellung gemacht. Wir machen zwar hier einen Glasboden hin, aber den Glasboden werde ich wahrscheinlich... Ist auch nur so halbfertig irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall werde ich diese Dinger ringsrum ziehen. Hier habe ich schon mal Gärten und so weiter hingemacht. Hier werden wir auch wieder sowas wie ein Café hinmachen. Die Pilzstube zum Beispiel könnten wir da hermachen. Ja. Im Grunde wollte ich das komplette wie so ein Erlebnisbad aufbauen, wo dann hier auch Wasserrutsche und so weiter runtergeht. Aber das habe ich dann doch verworfen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heavy. So, was bist du? Okay, also, du kommst rein. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich da für Steine habe. Die hier wollte ich nicht, die da wollte ich. Aber die nehme ich jetzt auch mal raus, das passt schon. So. Und da mache ich das, ja, genau, wir machen das bis dorthin. Das ist jetzt wieder ein bisschen verwunderlich hier gebaut. Ich weiß nicht, warum das so komisch ist. Mal ein bisschen wegzoomen, ob das irgendwie einen Grund hat. Da haben wir nämlich Säulen auf der Seite. Hier auf der Seite sind keine Säulen. Es ist ganz seltsam. Irgendwie. Also wenn, dann würde ich das ringsrum gleich aufbauen, aber da oben ist so ein Aufbau, ne? Okay, dann lass mal das. Dann mache ich... Warte mal, dann mache ich den da weg. Hier kommen dann nur diese hin. Und hier kommen dann diese hin. Du kommst weg. Dass das hier so ein richtiger Rahmen ist. Ups. Yep.
Sorin hat es ein bisschen einheitliches Gesicht, wenn man so mag. Die Dinge kommen jetzt mal weg. Hier haben wir das alles in dem Stein. Dann würde ich sagen, mache ich das hier auch noch in dem Stein. Ich würde auch sagen, das ziehe ich bis darüber. Und genau hier mache ich dann das da. Und da kommen dann eben auch von links nach rechts die Teile hin und hier dann eben auch von da rüberwärts muss ich halt noch welche herstellen. Aber ich frage mich auch gerade, ob ich die nicht färben werde. Ich glaube schon. Meine Färbefässer habe ich da hinten. So, gehen wir mal daher, sammeln wir mal das Zeug ein. Das ist ja doch schon zumindest ein bisschen was, ne? Schauen wir mal, ob wir noch zusätzlich Weiß herstellen können. Na gut, wir haben schon einiges wieder verbraucht, ne? Da müsste mehr gefarmt werden, aber das passt schon. So, Chilischoten, da haben wir Kohlköpfe. Kaffee, ich müsste viel, viel mehr Kaffee anbauen. Das wollen wir auch machen noch. Aber ist okay. Jetzt machen wir erst einmal noch diese Säulen, die ich hoffentlich hier drin habe. Weil ich vermute die eigentlich immer hier bei denen, aber da sind sie nicht. Die sind dann tatsächlich hier drin oder bei den Steinen? Hier sind sie nicht, dann müssen sie da sein. Steingeländer. So, ich habe nur 8 Stück. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich würde jetzt mal 30 Stück machen. Ich mache jetzt auch nur mal 30, wobei ich nicht glaube, dass das ausreicht. Aber ich bin wieder so, dass ich lieber ein bisschen weniger mache und nachfärbe als, ne, ihr wisst schon. So, einmal in die Ego bitte. Das sind 6 Stück. Ach doch, das könnte sogar reichen. Das sind auch nochmal 6 Stück und dann so viele sind es dann hier nicht. Ja, habe ich sogar noch 4 zu viel. 4 Stück zu viel, aber das macht auch nichts. Man könnte ja zum Beispiel hier eine spezielle Figur vielleicht reinstellen. Man sagt das als... Ja, warum nicht, ne? Was haben wir denn einstecken an Figuren? Wir haben so einiges, ne? Wir haben die Katze, wir haben diesen Klabautermann. Aber ich glaube doch, dass der Große hier rumhüpft, wäre vielleicht eher sogar... Nicht einmal ganz verkehrt an der Stelle. Okay, du bist zu groß, ne? Okay, was nehmen wir dann? Den Geist? Nee. Die Berserker-Statue? Gucken wir mal, wie groß die ist. Ja, der würde gehen. Ja, warum nicht? So als Ausstellungsobjekt. Passt. Dann lassen wir das so. Das passt auch, dass die Säulen jetzt halt nicht alle gleich sind. Da könnte man vielleicht... So, fangen wir schon ein bisschen an mit Begrünen.
So, und schon schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Es wären auf jeden Fall Lichtschalen, wäre nicht schlecht. Da muss ich auch mal schauen, wie ich und wo ich die hinmache. Eventuell hier jeweils auf die Spitze und hier dann vielleicht an die Ecken. Was ist denn da drunter eigentlich? Sieht aber dann auch, glaube ich, komisch aus, ne, wenn ich die Ecke wegmache. Hier ist halt kein Eingang oder sowas, ne? Dass man jetzt sagt, man kommt hier geradeaus rein und läuft genau drauf zu. Man hat halt hier links und rechts diesen... Okay, auch komisch. Naja, es passt schon. Wir brauchen auf jeden Fall einiges an Leuchtschalen. Hallo Katze. Die Katzen, die brauchen auch noch ihren Bereich. Gerade hier bei der Pyramide passen die Katzen hier ganz gut. So, schauen wir mal hier. Hier passt natürlich die goldene Feuerschale ganz gut. Ich mache jetzt erst einmal 10 Stück. Die Goldbahn ist jetzt kein Problem, die laufen hier da hinten durch. So, jetzt ist dann nur noch die Frage... Wo machen wir den Fahrstuhl? Wenn ich jetzt das sage, wir machen, da vorne steht die Figur, dann könnten wir eigentlich den Fahrstuhl hier an der Stelle machen. Gucken wir mal. Wo komme ich da raus? Wenn ich jetzt sage, den Fahrstuhl hier vielleicht mit reingebaut, also... Diese 4 Felder. Dann könnte man den Fahrstuhl selber vielleicht 2 Felder hoch machen. Oh, das wird ein Ding. Nee, das wäre zu wenig. Im Grunde müsste der Fahrstuhl tatsächlich größer sein. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme, wie ich das möchte. Das kann ja auch weg, das ist ja egal. So. Hier wäre im Grunde eine Außenwand. Die kann man ja auch mit den Steinen machen. So als Abschluss. Das im Grunde, was man jetzt hier sieht, wäre im Grunde der Boden des Fahrstuhls. Dann könnte ich... im Grunde so machen, dass man hier den Eingang hat. Ja. So, jetzt müsste ich nur, und die Sachen habe ich natürlich nicht einstecken, jetzt müsste ich nur diese magnetischen Plattformen. Oh, da muss ich sowieso schauen, wie ich das alles hinbekomme. Weil da bin ich ja noch nicht so fit mit den Magneten. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie und wo ich rauskomme. Das wäre im Grunde an der Stelle hier. Das wäre im Grunde hier die äußere Ecke. 2, 3. Genau. Das wäre hier die Größe des Aufzugs. Das muss natürlich auch weg, das ist klar. So. Man muss natürlich das Ganze auch ein bisschen in einer Wand laufen lassen, weil ich muss ja schauen, dass ich irgendwie diese Metallteile platzieren kann. Ich vermute auch mal, dass ich die dann noch wegmachen muss.
Wegen den Triggern. So, weg, weg. Ich tue jetzt die alle mal weg hier. So, essen wir mal kurz was. Ja, schauen wir mal. Ich brauche... Ich brauche diese Magnetdinger hier und ich brauche die Auslöser. Die habe ich noch gar nicht, ne? Ich habe zwar Magnesit. Habe ich überhaupt Magnesit? Weil ich jetzt halt hier die Magnetteile noch nicht habe. Das kommt wahrscheinlich dann auch erst wieder später, ne? Aber gut, dann haben wir das jetzt ja schon mal vorbereitet, weil ich habe das hier nirgends. Wir könnten ja mal, wir könnten doch mal da hinschauen. Das machen wir jetzt halt noch. Auch wenn ich jetzt halt auch schon wieder bei fast 40 Minuten bin. Wo war das? Das muss dann hier sein. Nächste Ecke? Da ist es. Yes, da ist es. Yes, und da kümmern wir uns dann beim nächsten Mal drum, hätte ich gesagt. Das ist jetzt halt ein guter Start. Das ist ein guter Start dann fürs nächste Mal. Klasse. Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.